knapp, ihr stinkenden Stinker. Wir schauen uns heute 20 geheime Spielenden an, die niemand von euch gesehen hat. Also das Ende von dem Spiel. Bro, ich bin super hyped, Alter. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Das schaffen wir auf diesem Video 444 Likes. Und falls ihr neu seid, abonniert jetzt sofort. Denn ansonsten fahre ich zu euch nach Hause und dann petze ich bei eurer Mom, dass ihr nachts wach seid, was? Hey, willkommen zu einem neuen Video. Moin. Heutzutage spielt jeder Spiele von jung bis alt. Ob auf dem Smartphone, der Konsole oder dem Computer, Spiele bieten eine Flucht aus dem Alltag und dienen als Quelle der Freude. Ja. Und oh, sorry, da habe ich gerade aus Versehen Allerdings pausiert. Gibt es Spiele, die kein Ende haben oder deren Ende unglaublich schwer zu erreichen ist. Warte mal, ganz kurz. Wie alt ist denn der Junge? Wie alt ist denn der? Bro, der spielt, weiße Eule, da gibt es aber jetzt gleich eine Anzeige raus, ne? Also der ist viel zu jung für dieses Spiel da, Alter. Ne? 20 also, geheime Spielenden, die noch niemand gesehen hat. Ja, okay, bin gespannt. Auf diesem Kanal. Wir werden es bewerten. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Wir gehen rein, Platz 20. Nummer 20. Shadow of the Tomb Raider ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Eidos Montreal und Crystal Dynamics entwickelt und im September 2018 veröffentlicht wurde. Aber ist Tomb Raider nicht so ein Story-Game, wo du automatisch die Story irgendwann durchspielst? Um das geheime Ende dieses Spiels zu erreichen, müssen zwei Dinge zusammenkommen. Ein Spieler, tatsächlich findet und der ursprüngliche Fehler der Entwickler, es einzubauen. Als Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht wurde, konnten Spieler, die eine physische Kopie des Spiels erworben hatten, eine einzigartige Szene nach dem Abspann erleben, wenn sie das Spiel abschlossen. Das geheime Ende bietet den Spielern eine einzigartige Perspektive auf die Geschichte von Lara Croft und einen Hinweis darauf, was sie in zukünftigen Spielen erwartet. Während die Endsequenz der offiziellen Version ähnelt, besteht der Hauptunterschied darin, dass ein Brief von Jacqueline Nadler, der Originalfigur aus den frühen Tomb Raider-Spielen, enthalten ist. Okay. Interessanterweise haben die Entwickler verraten, dass das alternative Ende nicht für die endgültige Version vorgesehen war. Ja, das habe ich gar nicht gecheckt. Hat irgendwer von. Also, wer das geblickt hat, Bruder, du bist schon wieder so schlau. Bitte setz dich jetzt sofort hier hin, übernimm das Video, mach bitte sofort dahin gehen. Ich check nämlich gar nichts, Digga, Alter. Ich check nur Eisenbahn. Pac-Man ist ein klassisches Videospiel, das von Namco entwickelt und am 22. Mai 1980 erstmals veröffentlicht wurde. Innerhalb eines Jahres wurden 100.000. Imagine mal, wie lang 1980 her ist. 1000 Arcade-Maschinen verkauft. Im Ursprung Pac-Man Arcade-Spiel-Level sollte Level 256 das letzte Level sein, in dem das Labyrinth absichtlich unüberwindbar war. Aufgrund eines Speicherfehlers im Spiel wurde die rechte Seite des Bildschirms zu einem Codewirrwarr, wodurch der Level unspielbar wurde. Der Fehler wurde durch eine Kombination aus der Programmierung des Levels und den damaligen Beschränkungen der 8-Bit-Hardware des Spiels verursacht. Das Labyrinth selbst nimmt nur einen Teil des Bildschirms ein, während der Rest des Platzes für den Spielstand und andere Informationen verwendet wird. Die Entwickler des Spiels fanden jedoch eine kreative Lösung für dieses Problem, indem sie die rechte Seite des Bildschirms ständig leer ließen, sodass sich Pac-Man effektiv von einer Seite des Bildschirms zur anderen bewegen konnte. Aufgrund dieses Fehlers war es jedoch unmöglich, das Level 256 zu beenden. Trotzdem gilt Pac-Man als eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Ich habe immer Pac-Man Autorennen gespielt, das fand ich immer geil, Digga. Super Meat Boy ist ein Spiel, in dem die Spieler eine kleine dunkelrote würfelförmige Figur steuern, die ihre Freundin vor dem bösen Wissenschaftler Dr. Fetus kennt. Das geheime Ende von Super Meat Boy ist eine besonders schwierige Herausforderung, bei der der Spieler alle Levels des Spiels nur mit Meat Boy als Charakter abschließen muss. Okay. Das bedeutet, dass die Spieler die freischaltbaren Charaktere oder alternativen Skins des Spiels nicht verwenden können. Um es noch schwieriger zu machen, müssen die Spieler die Level mit einer begrenzten Anzahl von Leben absolvieren, was Fehler und Todesfälle sehr viel kostspieliger macht. Okay. Das geheime Ende kann durch das Einsammeln aller im Spiel versteckten Bandagen freigeschaltet werden, was den Spieler zwingt, jeden Level des Spiels mehrmals zu spielen. Sobald alle Bandagen eingesammelt sind, können die... Heißt es den Level oder das Level? Weil er sagt immer jeden Level. Ich hätte gesagt jedes Level. Was ist richtig? Spieler, die dunkle Welt betreten, eine Reihe von noch schwierigeren Levels, die freigeschaltet werden. Sobald alle Dark World Level abgeschlossen sind, schaltet der Spieler das geheime Ende des Spiels frei. Hier müssen die Spieler eine Reihe schwieriger Hindernisse und gefährlicher Gegner überwinden, die in einem Bosskampf gegen eine böse Version von Dr. Fetus gipfeln. Das Ende ist einzigartig, da es zusätzliche Hintergrundinformationen über die Geschichte und die Charaktere des Spiels gibt. Geil! Bro. Nummer 17. Aber warum hat er das Ende jetzt nicht gezeigt, Digga? Donkey Kong ist der Name einer bekannten Videospielreihe, die von Nintendo produziert und 1981 erstmals veröffentlicht wurde. Das erste Ende von Donkey Kong ist das bekannteste. Es ist die Krönung der grundlegenden Levels des Spiels und stellt den direktesten und geradlinigsten Weg zum Sieg dar. Bruder, ich schwöre, ich habe früher immer Super Mario auf so GameCube, Gameboy. Kennt ihr diese ganzen Konsolen noch, Alter? Ich glaube, die meisten von euch, die kennen das gar nicht, oder? Um das zweite Ende zu erreichen, muss der Spieler alle vier Levels des Spiels zweimal hintereinander abschließen. Einmal auf der leichten Einstellung und ein zweites Mal auf der schweren. Wenn dies gelingt, kann Donkey Kong entkommen und eine neue Festung für Pauline errichten. Für das dritte Ende muss der Spieler alle vier Levels zweimal hintereinander auf der Einstellung schwer abschließen, ohne ein einziges Leben zu verlieren. Gelingt ihnen das, schalten sie einen neuen, schwierigeren Level frei, indem sie sich einer noch stärkeren Version von Donkey Kong stellen müssen. Dieses Ende ist ein Test für Geschicklichkeit und Präzision und nur die engagiertesten Spieler werden es schaffen können.
Das vierte Ende von Donkey Kong schließlich ist das geheimnisvollste und schwierigste von allen. Um dieses Ende zu erreichen, müssen die Spieler eine Reihe von geheimen Levels im Spiel durchlaufen. Diese Levels sind in regulären Levels des Spiels versteckt und erfordern, dass der Spieler bestimmte Aufgaben erfüllt, um sie freizuschalten. Sobald alle diese geheimen Level abgeschlossen sind, schaltet der Spieler das wahre Ende des Spiels frei, das eine Szene mit Mario und Donkey Kong auf einem Dorfplatz enthält. Digga, ich dachte, dass die Szene wäre, dass die zwei sich da oben küssen. Huch, Mario und Donkey Kong, die Love Story. Nummer 16. Ich dachte mal, das ist so ernst, die küssen sich jetzt auch. Batman Arkham Knight ist ein Action-Adventure, das von Rocksteady Studios entwickelt. Batman Arkham Knight war eins meiner Lieblingsspiele all time. Das hab ich geliebt, dieses Spiel. Das Spiel ist der vierte Teil der Batman Arkham-Serie und wurde von Warner Brothers für PlayStation 4, Windows und Xbox One veröffentlicht. Im Spiel schlüpft er in die Rolle von Batman und versucht Gotham City aus den Fängen eines neuen Schurken, dem Arkham Knight, zu retten. Um das geheime Ende des Spiels freizuschalten, müssen die Spieler zwei wichtige Aufgaben erfüllen. Zunächst müssen sie die Hauptmissionen des Spiels abschließen, die sie durch eine Reihe intensiver Kämpfe in Gotham City führen. Nach Abschluss dieser Mission müssen sie alle Riddler-Trophäen im Spiel sammeln. Okay. Die Riddler-Trophäen sind im ganzen Spiel verstreut und verlangen von den Spielern, dass sie ihre detektivischen Fähigkeiten einsetzen, um versteckte Hinweise zu finden und Rätsel zu lösen. Boah, ich bin gespannt. Ja, sobald alle Trophäen, die Riddler-Trophäen habe ich nie gefunden, gesammelt sind, können die Spieler den Riddler selbst konfrontieren und sein letztes Rätsel lösen. Dadurch wird das wahre Ende des Spiels freigeschaltet. Das geheime Ende des Spiels findet nach dem Abspann statt und zeigt Bruce Wayne, wie er das Grab seiner Eltern besucht. Als er dort steht, erscheint eine Erscheinung des Jokers, was zu einer letzten Konfrontation zwischen Batman und dem Clown Prince of Crime führt. Die Konfrontation findet in einer alternativen Realität statt, in der der Joker gewonnen hat und die Kontrolle über Batmans Geist übernommen hat, sodass er glaubt, er sei der Joker. Es gibt einen einzigartigen Endkampf, in dem Batman gegen eine Armee von Joker-Klonen kämpfen und dabei Fallen und Hindernissen ausweichen muss. Bruder, wie geil ist das, Digga? Ich muss das Spiel direkt wieder loslegen und spielen. Nummer 15. Ey, wie geil sind diese versteckten Enden denn bitte? Das Google-Dino-Spiel ist ein von Google entwickeltes Browserspiel, das auch dann gespielt werden kann. Immer in Schule gespielt, Alter, wenn man am PC war, so Informatik oder sowas. Bruder, immer dieses Google-Spiel gespielt, weil das konnte man spielen. Wenn keine Internetverbindung verfügbar ist. Die SpielerInnen steuern einen laufenden Dinosaurier, der über Hindernisse springt, um Punkte zu sammeln. Das Spiel ist für Leute gedacht, die Probleme mit der Internetverbindung haben, damit sie sich nicht langweilen. Das Spiel Google-Dino hat jedoch kein Ende, da das Ziel einfach darin besteht, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, bevor man mit einem Hindernis kollidiert und verliert. Es gibt jedoch verschiedene Meilensteine, die die Spieler erreichen können, die Belohnungen bieten und den Schwierigkeitsgrad des Spiels erhöhen. Der erste Meilenstein wird bei einer Punktzahl von 100 erreicht, wo die Spieler eine Bronzemedaille erhalten. Der zweite Meilenstein wird bei einer Punktzahl von 500 erreicht, wofür der Spieler eine Silbermedaille erhält. Der dritte Meilenstein wird bei einer Punktzahl von 1000 erreicht, wofür die Spieler eine Goldmedaille erhalten. Einem Google-Mitarbeiter zufolge könnte das Spiel 17 Millionen Jahre lang laufen, was bedeutet, dass es unmöglich ist, das Ende zu erreichen. 17 Millionen Jahre. Was hat Google da programmiert? Nummer 14. Was? Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ist ein Videospiel. Lass mal Übernachtungsparty machen, wir zocken das heute Nacht durch. Spiel, das im September 2015 von Konami veröffentlicht wurde. Es ist ein von der Kritik gelobtes Stealth-Action-Spiel mit einer komplexen und fesselnden Geschichte. Im geheimen Ende entdecken die Spieler, dass das gesamte Spiel eigentlich eine Simulation war, die von der als Punished Venom Snake bekannten Figur erschaffen wurde. Snake stand unter der Kontrolle des Charakters The Medic, der eigentlich der spielbare Charakter im Prolog des Spiels war. Okay. Die Simulation sollte Snake dabei helfen, sich von seinen physischen und psychischen Verletzungen zu erholen, die er erlitten hatte. Sobald Snake vollständig geheilt ist, erwacht er in der echten Welt. Das geheime Ende wurde zunächst als Fehler entdeckt, der es den Spielern ermöglichte, die letzte Mission des Spiels unter bestimmten Umständen zu umgehen. Es dauerte jedoch 5 Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels, bis eine offizielle Methode zur Freischaltung des geheimen Endes entdeckt wurde. Die Spieler mussten im Spiel eine Nuklearwaffe bauen und sie dann auf eine bestimmte Weise entschärfen, wodurch die Szene mit dem wahren Ende ausgelöst wurde. Digga, die haben da ein geheimes Ende reingemacht und die Menschen haben 5 Jahre gebraucht, um das überhaupt zu finden. Wie krass gut. Geil, Digga. Nummer 13. Das ist geil, das ist wild. Silent Hill 2 ist ein Survival-Horror-Videospiel, das von Konami entwickelt und im September 2001 veröffentlicht wurde. Bei einem so früh entwickelten Spiel wie Silent Hill ist es erstaunlich, dass ein Hund das Superhirn hinter all dem ist. Am Ende von Silent Hill 2 treffen die Spieler in einem Kontrollraum auf einen Hund namens Mira. Es stellt sich heraus, dass die Ereignisse im Spiel tatsächlich von dem Hund gesteuert wurden. Als James und Mira sich gemeinsam einen Film ansehen, wird klar, dass Mira für die Ereignisse... Oder das ist doch voll der Meme-Hund. Wieso gab es den schon 2001? Da hat doch noch niemand von Memes geredet. ...im Spiel verantwortlich ist. Der unterhaltsamste Aspekt des Endes ist jedoch nicht die Enthüllung, dass Mira das Spiel steuert, sondern vielmehr die komödiantische Interaktion zwischen ihr und James. Als sie sich die Schlussszene gemeinsam ansehen, entwickelt James eine Bindung zu Mira. Das Hundeende war jedoch nicht in der ursprünglichen Version von Silent Hill 2 enthalten. Es wurde später als geheimes Ende hinzugefügt, das nur durch das Erfüllen einer Reihe von Bedingungen freigeschaltet werden konnte. Die Abfolge der Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um das Hundeende freizuschalten, ist etwas kompliziert. Dazu gehört, dass man 7-mal ein neues Spiel beginnt, bei jedem Durchspielen einen bestimmten Gegenstand sammelt und eine bestimmte Anzahl von Zwischensequenzen angeht. Wer findet sowas raus? Ich frage mich immer, wer spielt einfach so 7-mal das Spiel nochmal durch, macht dies, macht das und auf einmal findet er dieses geheime Ende? Wer? Nummer 12. Wer findet das raus? Subway Surfers ist ein Videospiel, das von den dänischen Unternehmen Kilo und Cyborg Games entwickelt und am 24. Mai 2012 veröffentlicht wurde. Habe ich noch nie das gespielt. Das Ziel des Spiels ist einfach.
Der Spieler muss seine Spielfigur durch ein endloses U-Bahn-Netz führen und dabei Hindernissen ausweichen und Münzen sammeln. Subway Surfers ist jedoch ein Spiel, das offiziell kein Ende hat. Es ist als fortlaufendes Erlebnis für die Spieler konzipiert, wobei neue Inhalte und Updates hinzugefügt werden, um das Spiel frisch und fesselnd zu halten. Das bedeutet, dass die Spieler das Spiel so lange spielen können, wie sie wollen, um ihre Highscores zu verbessern und neue Charaktere und andere Gegenstände freizuschalten. Einer der Gründe, warum Subway Surfers bei den Spielern so beliebt geblieben ist, ist die Tatsache, dass man nie mit dem Spielen fertig ist. Keine zwei Fahrten durch das U-Bahn-Netz sind gleich, da das Layout der Gleise, Hindernisse und Power-Ups jedes Mal zufällig generiert wird. Das ist geil. Die Spieler müssen sich ständig an die sich verändernde Umgebung anpassen, ihre Reflexe schärfen und ihren Verstand fokussieren. Digga, irgendwie habe ich jetzt Bock zu zocken, Alter. Nach solchen Videos habe ich immer so Bock zu zocken. Wenn da jetzt irgendwas mit Fortnite kommt, ich gehe jetzt sogar live. Ich mache jetzt Livestream. Sofort Fortnite auf diesem Kanal. Fallout New Vegas ist ein RPG-Spiel, das von Obsidian Entertainment entwickelt und im Oktober 2010 veröffentlicht wurde. Dieses Spiel hat ein geheimes Ende, durch das Erfüllen bestimmter Aufgaben freigeschaltet werden kann. Ja. Um dieses alternative Ende zu erreichen, müssen die Spieler den DLC Lonesome Road abschließen. Während des DLCs treffen die Spieler auf einen Charakter namens Ulysses, der Atomraketen auf das Mojave Wasteland abschießen will. Um das geheime Ende freizuschalten, müssen die Spieler Ulysses davon überzeugen, den Raketenstart abzubrechen, indem sie ihn in ein philosophisches Gespräch verwickeln. Dieses Gespräch muss vor der finalen Konfrontation mit dem Endboss des DLCs, dem Anführer der Markt Mensch, oder wie sieht denn er aus, Alter? Er denkt auch, es ist Fasching. Stattfinden. Gelingt es den Spielern, Odysseus zu überreden, den Raketenstart abzubrechen, schalten sie das geheime Ende frei. In diesem Ende kommen die Charaktere zu einem Verständnis ihrer gemeinsamen Geschichte und deren Auswirkungen auf das Mojave-Wüstenland. Nummer 10. Ja, das Ende war bis jetzt am langweiligsten von allen. Elden Ring ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Bandai Namco entwickelt und am 25. Februar 2022 veröffentlicht wurde. Ja, um das geheime Ende von Elden Ring freizuschalten, müssen die Spieler alle 6 Halbgötter besiegen, die in der offenen Spielwelt verstreut sind. Sobald die Spieler alle 6 Halbgötter besiegt haben, erhalten sie Zugang zum letzten Gebiet des Spiels, wo sie der Hauptgegnerin Marika gegenüberstehen. Um das geheime Ende freizuschalten, müssen die Spieler Marika besiegen und sich dann entscheiden, der neue Gott des Elden Rings zu werden. Während die Details dieses geheimen Endes noch nicht vollständig enthüllt wurden, wird angedeutet, dass die Spieler die Zukunft der Spielwelt gestalten können, indem sie diese Rolle des Gottes übernehmen. In Bezug auf das Gameplay bietet das geheime Ende ein herausforderndes letztes Hindernis, das die Spieler überwinden müssen. Okay, habe ich auch nicht geblickt. Das ist mir immer ein bisschen zu hoch. Ich bin halt jemand intellektuell, da bin ich dann leider bei den Videospielen an manchen Stellen raus. Das ist mir ein bisschen zu... The Stanley Parable Ultra Deluxe ist ein von Davey Reedon entwickeltes Spiel, das im Juli 2011... Bruder, was ist das für ein Spiel? Sag mir jetzt nicht, du läufst da rum und arbeitest am Tisch, wie wenn du im echten Leben einen Bürojob hast. ...veröffentlicht wurde. In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Stanley, einem Büroangestellten, der sich in einer surrealen und sich ständig verändernden Umgebung bewegt. Das Spiel ist bekannt für seine verschiedenen Enden, die es den Spielern ermöglichen, eine Vielzahl von erzählerischen Möglichkeiten zu erkunden. Um die verschiedenen Enden zu erreichen, müssen die Spieler Entscheidungen treffen, die von den Anweisungen des Erzählers abweichen oder die bestehenden Wege in Frage stellen. Das beliebteste geheime Ende des Spiels, bekannt als The Art Ending, kann durch das Befolgen einer bestimmten Abfolge von Aktionen im Spiel erreicht werden. In einem Raum mit einer Reihe von Gemälden müssen sich die Spieler den Anweisungen des Erzählers widersetzen. Durch das erfolgreiche Betätigen von versteckten Knöpfen oder Türen öffnet sich ein geheimer Weg, der zum Art Ending führt. Allerdings wird das Spiel von Soundeffekten und Babygeschrei begleitet, was es manchmal unerträglich macht. Aber wenn man das Spiel die geforderten 4 Stunden durchspielt, wird man schließlich mit dem Finden des geheimen Endes belohnt. Digga, das geheime Ende ist ein Baby, was rumrennt und schreit. Bro, das werde ich sofort spielen, Mann, Alter. Bestes Spiel ever, Mann. Nummer 8. Flappy Bird ist eine Handy-App, die von Bang Nguyen entwickelt und ursprünglich im Mai 2013 für das... Wer kennt Flappy Bird noch? Damals konntest du Flappy Bird Handys kaufen auf eBay für mehrere tausend Euro oder sowas, weil die App gebannt wurde. iPhone 5 veröffentlicht wurde. Die meisten von uns haben dieses Spiel wahrscheinlich schon einmal gespielt. Das Spielprinzip ist ziemlich einfach. Der Spieler steuert einen Vogel, der durch eine endlose Reihe von Rohren navigieren muss, indem er auf den Bildschirm tippt, um den Vogel mit den Flügeln schlagen zu lassen. Der Schwierigkeitsgrad und das süchtig machende Gameplay des Spiels erregten schnell die Aufmerksamkeit von Handyspielern auf der ganzen Welt und führten zu einem beispiellosen viralen Erfolg. Auf seinem Höhepunkt wurde Flappy Bird berichten zufolge bis zu 2 Millionen Mal pro Tag heruntergeladen. So geil. Das Spiel soll ein geheimes Ende haben, das man nur erreichen kann, wenn man 999 Punkte oder mehr erreicht. Wenn du das Ende erreichst, triffst du auf Mario, der anfängt, dich mit Feuerbällen zu bewerfen. Einige Leute behaupten jedoch, dass dieses Video eine Fälschung ist. Technisch gesehen hat Flappy Bird also kein offizielles Ende. Aber die höchste Punktzahl auf YouTube stammt von einem Benutzer namens Jay Swan, der eine Punktzahl von 2311 erreicht hat. Ich weiß gar nicht mehr, also ich war auch nicht schlecht, aber ich habe nur maximal ein paar hundert erreicht. 100, 200, das war schon unmöglich damals. Das war schon krank, okay. Nummer 7. Platz 7, geil, ich bin gespannt, was kommt noch? Sekiro Shadows Die Twice ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Activision entwickelt und 2019 veröffentlicht wurde. Kenn ich leider auch nicht. Das Return-Ende des Spiels wird weithin als das wahre und endgültige Ende des Spiels angesehen. Ja? Dieses Ende ist jedoch nicht einfach zu erreichen, da die Spieler Gegenstände sammeln und Hindernisse überwinden müssen. Außerdem muss der Endgegner, der göttliche Drache, besiegt werden, um eine Glocke zu entriegeln, die die Türen zum Fountainhead Palace öffnet. Oh, dort wow. müssen die Spieler den Endboss, die Eule, besiegen und anschließend Gegenstände sammeln und eine Reihe von Ereignissen auslösen. Was? Am Ende bietet das Spiel einen besonderen Abschluss, der die Geschichte des Spiels noch vertieft. Okay. Nummer 6.
war ein bisschen kurz gefasst, ne? Duck Hunt ist ein von Nintendo entwickeltes Videospiel, das erstmals im April 1984 in Japan veröffentlicht wurde. Es ist ein klassisches Spiel, an das sich viele Menschen, die in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen sind, gerne zurück. Vergleich das mal mit Fortnite oder so heutzutage oder mit Call of Duty oder was weiß ich, Bro. Und wir beschweren uns, wisst ihr, wir beschweren uns, Bro. Guck mal dieses Game an. Ich erinnere an. Digga, was wir für Luxus haben. Die Spieler schossen mit einem Plastikgewehr auf Enten, die über den Bildschirm flogen. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Duck Hunt ein geheimes Ende hatte, das erst nach Abschluss von 99 Leveln zugänglich war. Sobald der Spieler diesen Meilenstein erreicht hatte, erschien ein Bildschirm mit dem Titel Runde 0. Auf den ersten Blick sieht der Bildschirm von Runde 0 genauso aus wie die früheren Levels mit Enten, die über den Bildschirm fliegen. Im Laufe des Levels werdet ihr jedoch feststellen, dass etwas anders ist. Die Enten bewegen sich schneller und in unvorhersehbaren Mustern, sodass es immer schwieriger wird, sie mit dem Gewehr zu treffen. Je mehr Enten der Spieler abschießt und je weiter er im Level voranschreitet, desto schwieriger wird es, bis es fast unmöglich wird, mitzuhalten. Oh. Geil! Nummer 5. Da sehe ich mich drin in dem Level, Digga. Far Cry 4 und Far Cry 5 sind Ego-Shooter-Spiele, die von Ubisoft entwickelt und veröffentlicht werden. Habe ich auch nie gespielt. In Far Cry 4 kann das geheime alternative Ende sehr... Wollte ich spielen, durfte ich aber nicht spielen. Glaub, da war ich noch zu jung. ...früh im Spiel freigeschaltet werden. Im normalen Ende wird der Protagonist AJ Gale vor die Wahl gestellt, den Antagonisten des Spiels Pagan Min zu töten oder ihn gehen zu lassen. Im geheimen alternativen Ende passiert jedoch etwas Unglaubliches, wenn der Spieler sich entscheidet, auf Pagan Mins Rückkehr zu warten, anstatt zu gehen. Pagan Min kehrt zurück, sieht, dass der Spieler auf ihn gewartet hat und nimmt AJ mit auf einen geheimen Hubschrauberflug über die Welt des Spiels. Okay. Während dieses Fluges enthüllt Pagan Min, dass er und AJ eigentlich eine Familie sind und das Spiel endet mit dem Abspann, während der Hubschrauber weiterfliegt, ohne dass eine weitere Aktion erforderlich ist. In Far Cry 5 ist es etwas schwieriger, das geheime alternative Ende freizuschalten. Die Haupthandlung des Spiels dreht sich um den Spielercharakter, einen Hilfs-Sheriff, der im ländlichen Montana einen Weltuntergangskult aufdecken soll. Ja. Wenn sich der Spieler jedoch dafür entscheidet, Widerstand zu leisten, anstatt die Missionsziele zu erfüllen, kann ein geheimes Ende freigeschaltet werden. In diesem alternativen Ende wird die Spielfigur vom Sektenführer Joseph Seed gefangen genommen und führt ein letztes Gespräch mit ihm. Joseph sagt der Spielfigur, dass die Welt nicht mehr zu retten ist und dass er und seine Anhänger die einzigen sind, die Apokalypse überleben werden. Boah, wie creepy, das Spiel endet damit, dass die Spielfigur und die Anhänger der Sekte zusehen, wie eine Atomexplosion ausgelöst wird, die das Ende der Welt ankündigt. What? Okay, das ist ein creepy Ende. Und Digga, das sah super realistisch aus gerade. Nummer 4. Hat mir ein bisschen Angst gemacht fast schon, Junge. Tetris ist ein von Alexei Pajnitov entwickeltes Puzzlespiel, das erstmals im Juni 1984 veröffentlicht wurde. Junge, seitdem was hat ein es sich zu einem der beliebtesten Videospiele aller Zeiten entwickelt. Tetris ist jedoch ein Spiel, das kein endgültiges Ende hat. Das Spiel ist so konzipiert, dass es unendlich weitergeht, bis der Spieler mit der zunehmenden Geschwindigkeit... Digga, ich sacke so maximal in Tetris, hab immer reingekackt. ...der fallenden Blöcke war nicht so mehr schlecht in diesem Game. Das Ziel ist es, so viele Reihen wie möglich zu füllen, bevor der obere Rand des Spielfelds erreicht ist. Sobald die Linien gefüllt sind, verschwinden sie und der Spieler erhält Punkte. Je länger es dem Spieler gelingt, das Erreichen der Spitze zu verhindern, desto höher ist auch seine Punktzahl. Daher kann das Spiel technisch gesehen so lange weitergehen, bis der Spieler verliert oder sich entscheidet aufzuhören. Obwohl Tetris kein traditionelles Ende hat, können die Spieler versuchen, ihren Highscore zu verbessern oder gegen andere um die höchste Punktzahl zu kämpfen. Digga, da gibt's safe auch so Nummer Weltmeisterschaften 3. und sowas, oder safe, Heavy Bro. Heavy Rain ist ein psychologischer Thriller, der von Quantic Dream entwickelt und im Februar 2010 exklusiv für die PlayStation veröffentlicht Hab wurde. Hab ich aber nie das gespielt, aber soll Enden, gut die durch sein. Die Entscheidungen des Spielers bestimmt werden. Das Ende von Heavy Rain kann auch durch Nebenmissionen, versteckte Ziele und sogar zufällige Ereignisse beeinflusst werden, die während des Spiels auftreten. Ich werde einige davon erwähnen, aber wenn du das Spiel erleben möchtest, ohne zu wissen, was passiert, kannst du zum nächsten Thema im Video übergehen. Hier ich sind glaub, die verschiedenen das Spiel Enden war des richtig Spiels. Gut auch. Nummer 1. Ethan rettet erfolgreich seinen Sohn Sean und der Origami-Killer wird von der Polizei verhaftet. Nummer 2. Madison schafft es, Ethan aus dem brennenden Haus zu retten und der Origami-Killer wird von der Polizei verhaftet. Nummer 3. Madison stirbt bei dem Versuch, Ethan aus dem brennenden Haus zu retten und der Origami-Killer wird von der Polizei verhaftet. RIP Madison, Nummer 4. RIP. Norman löst den Fall des Origami-Killers erfolgreich und der Killer wird von der Polizei verhaftet. Nummer 5. Norman gelingt es nicht, den Fall des Origami-Killers zu lösen und der Killer bleibt auf freiem Fuß. Nummer 6. Scott stirbt bei der letzten Konfrontation mit dem Origami-Killer und der Killer kommt frei. Nummer 7. Alle spielbaren Charaktere sterben und der Origami-Killer kommt frei. Es wird aufgedeckt, dass Ethan tatsächlich der Origami-Killer ist. Dies sind nur einige der möglichen Ausgänge in Heavy Rain und die Entscheidungen und Handlungen des Spielers während des Spiels bestimmen, welches Ende er erleben wird. Ihr müsst mal überlegen, ihr musst ja allein so eine Storyline gründen, dass du 8 verschiedene Enden machen kannst. Wie crazy, oder? Nummer 2. Krank, okay, Platz 2. Dead Space Remake ist ein Survival-Horror-Spiel, das in Japan gespielt, das habe ich geliebt auch. 2020 veröffentlicht und von Motive Studio und Electronic Arts entwickelt wurde. Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass dieses alternative Ende nur für Spieler verfügbar ist, die das Spiel zweimal abgeschlossen haben. Das heißt, ihr müsst den Mut aufbringen, den schrecklichen Albtraum von Dead Space noch einmal zu durchleben, um dieses atemberaubende Ende freizuschalten. Im Laufe des Spiels werdet ihr subtil... Ich habe da mal ein Let's Play hochgeladen auf irgendeinem YouTube-Kanal, aber das ist nicht mehr online, glaube ich. Oder?
Ich weiß nicht, es gab mal ein Let's Play, wo ich Let's Play Dead Space gemacht habe. Bro. Eine Veränderung, aber ich glaube, das ist nicht mehr online. Und darauf erhalten, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Und wenn ihr es schafft, das Ende noch einmal zu erreichen und die zunehmend unheimlichen Umstände zu ertragen, werdet ihr bald feststellen, dass die Dinge eine dunkle Wendung nehmen. Als das Shuttle abhebt, beginnt sich die Umgebung um Isaac herum zu verzerren und zu verändern. Die Wände sind mit beunruhigenden Botschaften bedeckt, die in der Schrift des als Marker bekannten außerirdischen Artefakts geschrieben sind. Oh. Aber die beunruhigendste Wendung kommt, als Isaac beginnt, mit seiner verstorbenen Freundin Nicole zu sprechen. Er scheint sich zu freuen, sie zu sehen und sagt ihr, dass er erst etwas Kleines bauen muss, bevor sie nach Hause gehen können. Es ist ein düsteres und beunruhigendes Ende, das bei jedem, der mutig genug ist, es zu öffnen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Okay, weird. Nummer 1. Platz 1, jetzt bin ich sehr gespannt. Devil May Cry 5 ist ein Actionspiel, das von Capcom entwickelt und im März 2019 veröffentlicht wurde. Es ist ein hochoktaniges Spiel, das Adrenalin durch die Adern pumpt und die Spieler am Rande ihrer Sitze hält. Und für diejenigen, die mutig genug sind, sich der Herausforderung zu stellen, gibt es ein geheimes Ende, das nur verfügbar ist, wenn man Orisen in einem einzigen Versuch besiegt. Orisen ist ein ungemein mächtiger Dämon und einer der Hauptgegner im Spiel. Wenn du ihn jedoch beim ersten Versuch besiegst, wirst du mit einem alternativen Ende belohnt, das noch mehr über die Geschichte und die Charaktere des Spiels verrät. Das Erreichen dieses geheimen Endes ist jedoch keine leichte Aufgabe. Die Spieler müssen die Kampfmechanik des Spiels beherrschen und Orisons Angriffsmuster lernen, um überhaupt eine Chance zu haben. Es erfordert eine Kombination aus Geschick, Glück und Ausdauer, um erfolgreich zu sein. Aber die Belohnung ist es definitiv wert. Was ist dein Lieblingsspiel? Und okay, crazy. Also mein Lieblingsspiel ist Fortnite für immer. Fortnite, Leute, schreibt gerne euer Lieblingsspiel in die Kommentare, Alter. Lasst ein Like da, lasst ein Abo. Da waren super krasse Enden. Hat sehr Spaß gemacht anzuschauen. 60% der Spiele kannte ich leider nicht.